Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Call of the Wild. Und heute ziehen wir einfach mal ein bisschen hier durch Silverwood Peaks. Ich starte hier ganz früh morgens um 5 Uhr. Und wie ihr seht, ich war jetzt ja auch gefühlt irgendwie noch gar nicht hier auf dieser Karte unterwegs. Habe ich auch noch nicht so oft gespielt. Also schon ein bisschen öfter tatsächlich eigentlich, aber ich war immer noch hier unten unterwegs. Deswegen gehen wir heute mal hier so runter. Hier so hoch und ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen und ja, suchen wir mal die ersten Tiere. Mit dabei heute habe ich übrigens einmal die 308, die Drilling oder den Drilling, Kumo, die Rand und Armbrust oder Crossbow. Ein 6er Bär. Aber ich würde gerne das Wapiti nehmen. Ja, vielleicht ein bisschen weit unten. Ah ne, der hat gepasst. Was mit den Bären? Die könnte ich auch noch einen mitnehmen. Bleibst du stehen? Oh, ich habe noch einen Schuss. Scheiße. So, wir haben hier einmal ganz viele Wapitis hier vorne bei mir stehen. Aber hier steht jetzt noch der Bär ganz gut, aber übrigens sind das alles nur Weibchen. Aber der Bär hier steht ganz nice, deswegen nehme ich den noch mit. Nehmen wir nochmal ein schönes. Da steht zwar noch eins, das ist ein bisschen größer, aber das steht nicht so geil. Deswegen nehme ich jetzt das hier einmal mit. Ich glaube, der Schuss war es halt nicht, ne? So, nehmen wir das noch kurz mit. Schwierig. Schwer. Der Schuss war nicht gut. Wird das Wapiti, Silber. Und da drüben haben wir dann noch unser Bär, müsste das gewesen sein, der 6er. Nehmen wir den auch noch mit. Sehr nice, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich würde es auch noch sagen, wir nehmen hier direkt einmal, gehen wir hier rum und nehmen die Lodge noch mit und dann gehen wir mal hier wieder so rüber, hier so ein bisschen runter. Gucken wir mal, was so geht. Da ist ein Truthahn, 9 bis 11. Das heißt... Nein, oh Junge. Ja, jetzt geht das schon wieder los, mein Gott. Ich bin nämlich eben einmal kurz irgendwo runtergefallen. Muss ihn noch von vorne anfangen. Aber dann haben wir jetzt den Truthahn hier nochmal. Und diesmal treffe ich dich, Kollege. Ja, geht doch. Mensch, Mensch. So, hier ist er. Er kann theoretisch die ja sein. Gold 442. Ja, nehme ich mit. Eine Bergziege. Ich will jetzt noch ausprobieren. Das wird nicht funktionieren, aber. Hat auch nicht geklappt. Scheiße. Wollte einen Nackenklatscher machen. Och Mann. Aber hier haben wir noch eine. Und die haben wir jetzt aber. So, da ist sie. Weiß und Doppellunge. Sehr schön. Und noch eine. Dann nehmen wir jetzt aber mal die Pistole. Der hat. Und das war natürlich die große. Schade. Vielleicht kriegen wir die ja gleich nochmal zu Gesicht. Schöner Herzschuss. Nehmen wir auch mit. Aber ich möchte noch eine goldene finden. Und das ist wahrscheinlich auch eine, die wir da haben. Vierer. Und ich guck mal, ob ich die jetzt noch finde. Ich verfolge die Spuren mal ein bisschen. Hier haben wir nochmal eine kleine Gruppe, aber das sind alles nur Weibchen. Dann wäre die hier die größte.
So, Männchenspuren brauchen wir wieder. Das sind die nämlich hier. Die müssen wir trotzdem weiterhin verfolgen. Wieder Silber. Passt. Dann gucke ich jetzt mal, ob wir das Männchen wieder finden. Leute, ich habe ihn wieder gefunden. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Vielleicht kurz so 2-3 Minuten. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran und dann hoffe ich, dass er mich nicht entdeckt. Vorher. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Das ist mir wieder abgebüxt. Da unten haben wir ihn wieder gefunden, dass er da stand. Jetzt ist er eben wieder abgehauen, weil der Wind stand echt doof. Aber was mir auffällt, bei dem, der rennt immer genau in den Wind rein und macht es mir nicht einfach. Und das ist oft auch manchmal ein Zeichen von tatsächlich Dias. Deswegen, ich bin gespannt. Tatsächlich weiß ich auch gar nicht mehr, wie der gescored hat und ich weiß auch nicht, wo der Diamant losgeht. Aber jetzt lass mich überraschen. Ja, Leute. Ich habe ihn leider verloren. Die Spur hat sich dann mal irgendwo da hinten im Wald verirrt. Machst du nichts. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir noch irgendwas anderes Cooles einfach finden, ne? Wie zum Beispiel vielleicht ein Dreier-Truthahn hier vorne. Wiedergefunden, sie ist da hinten. Ich weiß jetzt nicht vom Scoring, ob das die gleiche war, aber es ist trotzdem eine Vierer. Und da gehe ich jetzt ein bisschen hinterher. Haben wir da noch Pumas, ja, okay. Ich meine, das war die, schreibt das mal rein, weil ich weiß es jetzt gar nicht mehr vom Scoring, aber ich nehme auf jeden Fall auch die, muss, weil das ist die einzige männliche Ziege, die jetzt hier in diesem Bereich auch gelaufen ist. Deswegen, ja, oh, da oben, Bro, hallo Maultierhirsch, aber dich brauche ich jetzt nicht. Ziege, sie läuft mich um. Wo ist sie? Oh mein Gott. Ah, mach dein. Fuck. Fuck off. Och nee. Oh Junge, du dumme Sau. Scheiße. Leute. Ich heb die Hand. Also, ja. Ich verfolge ihn jetzt schon bestimmt seit knapp einer Stunde. Und, ja, muss nicht sein. Ne? Wir wollen ja noch ein paar Abschüsse sehen. Deswegen sage ich jetzt, wir gehen hier noch ein bisschen hoch, gucken mal, was da noch so ist. Und, ja. Dann gucken wir mal. So, da hinten haben wir noch einen verrückten Truthahn. Tschüss. So, hier liegt der Masi. Macht sogar auch Gold. Passt doch. So, mittlerweile ist es auch schon jetzt kurz vor 1. Das heißt, jetzt trinken auch die Dickhornschafe. Und ich mache mich jetzt mal hier so nach oben auf den Weg. Und ich guck mal, ob wir noch ein paar finden. Ich werde diese Hauptstraße hier hochgehen und immer bei den Seen hier reinlaufen und gucken, was wir so hier unterwegs auf der Straße finden. Mal sehen. Oh, ein richtig schönes Vierer. Dann schieße ich jetzt aber mit der Sasa. Sehr schön. Das ist eine erste nice Trophäe heute. Ich will auch gleich nochmal gucken, wann der Diamant bei denen losgeht. 148, 164, okay, also so, ja, ganz in Ordnung Gold eigentlich sogar schon, ne? Und Braun hat gute Schnecken, aber ich glaube, die können wirklich noch ein bisschen dicker werden. Weiter geht's.